Einer meiner besten Rezepte sind wirklich Malaikofte. Das habe ich tatsächlich noch nie für euch gefilmt. Heute ist der Tag der Tage. Let's go. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Sunny's Kitchen. Ich habe heute für euch Malaikofte. Falls ihr Malaikofte nicht kennt, das sind tatsächlich so kleine Bällchen, die aus Kartoffeln und Paneer, also Käse, indischen Käse bestehen. Ich zeige euch aber alles Step by Step. Ich verlinke euch auch das Paneer-Rezept unten in der Infobox und oben in der Infocard. Da könnt ihr euch natürlich nochmal Paneer anschauen, aber es ist super easy und vor allem ein super leckeres vegetarisches Rezept. Und dann würde ich sagen, let's begin. Wir brauchen für das Rezept Paneer und das ist frischer Paneer. Das habe ich nur durch eine Liter Packung Milch gewonnen. Das heißt, das könnt ihr ganz easy, ganz schnell machen. Dann brauchen wir 2 gekochte Eier, 3 Tomaten, 3 rote Zwiebeln und natürlich das übliche grüne Chili, Ingwer, Knoblauch, gerne nach Geschmack und natürlich Schlagsahne. Dazu kommen aber auch noch Mandeln und Cashewkerne. Das könnten so um die 5, 6, 7 sein. Da zeige ich euch natürlich die genauen Mengenangaben unten in der Infobox. Wir brauchen etwas Weizenmehl und natürlich die ganzen leckeren Gewürze. Wir beginnen zuerst mit den Kofte, das sind die runden Bällchen. Dafür geben wir in eine große Schüssel das Paneer hinzu und das wird gehobelt, damit man es einfach besser zu einem Teig formen kann. Und wenn der Paneer frisch ist, dann geht das super easy. Dann kommt die gekochte Kartoffel dazu und die sind bei mir schon ja gut abgekühlt, deswegen lassen die sich auch hobeln. Wenn die aber schön warm sind, verschmilzt das Ganze natürlich viel einfacher zu einem ebenmäßigen Teig. Das Ganze würze ich mit 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Chili-Pulver und 1 Teelöffel Garam Masala, damit die Kofte einfach Geschmack haben. Und das ist wirklich das Wichtigste, sonst schmeckt es einfach viel zu mild. Aber das könnt ihr natürlich so entscheiden, wie ihr möchtet. Dann kommen da noch 2 Esslöffel Weizenmehl hinzu, damit wir das Ganze zu einem ebenmäßigen Teig formen können. Und wenn ihr merkt, es ist zu klebrig, gebt jederzeit gerne mal ein bisschen Weizenmehl hinzu. Da muss der Teig wirklich formbar sein, aber auch nicht zu fest. Super wichtig. Es muss noch ein weicher Teig sein, aber formbar. Und zwar zu diesen runden Kofte. Auch ganz wichtig, einmal probieren und eventuell Salz hinzugeben. Zum Formen benutze ich natürlich etwas Weizenmehl, damit der Teig nicht an meinen Händen klebt und gebe das auch auf meinen Teller. Und dann werden die Kofte geformt. Das sind einfach runde Bällchen. Achtet darauf, dass ihr mit ein bisschen Wasser arbeitet, damit die Kofte schön glatt werden. Und ganz wichtig, ganz zum Schluss kommt noch ein bisschen Mehl in eure Handfläche und die Kofte werden nochmal mit Mehl ummantelt. Dadurch werden die super crispy und fallen nicht auseinander in der Pfanne, wenn ihr das Ganze frittiert. Super wichtig. Und da könnt ihr natürlich die Größe und die Dicke der Kofte entscheiden. Ich mache es normalerweise ein bisschen kleiner, damit man mehr Kofte hat. Aber ich habe es jetzt einfach für euch ein bisschen größer gezeigt, damit man die auch schön sieht. Weil Kofte sind einfach immer das Beste und das Leckerste an dem Gericht. Für die cremige Soße müssen wir natürlich etwas vorbereiten. Und zwar schneide ich jetzt einfach die Tomaten ganz grob. Das ist super wichtig, denn wir werden die ordentlich kochen und dann muss das Ganze nicht klein sein, weil wir werden es ja später in ein Küchengerät geben. Deswegen einfach grob schneiden, zur Seite legen und das gleiche machen wir auch mit den Zwiebeln und das erleichtert einem echt viel, außer natürlich das Ganze zu schälen, was ich nebenbei voll hasse. Aber so ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr durch den Mund atmet, tränt ihr nicht. Manchmal klappt's. Manchmal, wenn ich mich zu sehr darauf konzentriere, klappt es nicht. Das sind die ganzen Zutaten für die cremige Soße. Und ihr seht, wir benutzen Cashewkerne. Die machen die ganze Soße extrem cremig. Kleiner Hack, wenn ihr auch die ganzen anderen Gerichte ausprobiert. Ihr könnt gerne auch mal so Cashewkerne hinzufügen. Ich mache jetzt auf der einen Seite den Topf für das Frittieren ready. Und auf der anderen Seite die Pfanne mit ein bisschen Butter, die erhitzt wird. Und hier werden wir alles hinzugeben für die Soße, damit alles schön sein Aroma entfaltet. Und beginnen tun wir als erstes mit Cashewkernen und Mandeln und rosten die so ein bisschen auf niedriger Stufe an, weil die brauchen am längsten einfach weich zu werden. Und ihr könnt danach direkt im Anschluss die Zwiebeln hinzugeben, Ingwer, Knoblauch, grüne Chili. Einfach alles auf mittlere bis niedriger Stufe durch ständigem Umrühren einfach mal köcheln lassen. Okay.
Klar könnt ihr hier auch mit passierten Tomaten arbeiten, mit Tomatenmark arbeiten, aber ich finde, beim Like of Day, frische Tomaten ist einfach OG, das muss sein, das muss einfach sein. Ihr werdet es im Geschmack merken. Ich mache auch hier schon mal die Kofte fertig und ihr seht, ich bin da ganz vorsichtig, damit man sich auch nicht verbrennt. Könnt ihr natürlich so einen Schaumlöffel benutzen und ihr könnt so ungefähr 5-6 Kofte auf einmal reinmachen, weil die müssen schon deep fried werden. Das heißt, das Öl muss schon den ganzen Kofte bedecken und durch ständigem Umrühren und vor allem, ganz wichtig, macht es auf jeden Fall auf mittlerer bis hoher Stufe, also nicht ganz, ganz heiß, denn sonst werden die auf einmal richtig braun und kriegen nicht nochmal diesen Flavor von innen, weil ich meine, wir haben ja gekochte Kartoffeln drin und Bunny, das braucht man nicht extra nochmal so, ne, kochen, aber es ist besser, wenn es langsam gemacht wird und nicht auf einmal zu schnell. Die sind natürlich ein bisschen brauner geworden, als ich eigentlich vorhatte, sie zu machen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Bei Kofte merkt man am Ende gar nicht, ob die braun sind, ein bisschen dunkler sind. Achtet einfach darauf, dass die eine schöne Farbe kriegen, ja, und gleichmäßig braun sind. Die Kofte könnt ihr jetzt gerne auf dem Küchentuch zur Seite legen, denn die brauchen wir wirklich ganz zum Schluss wieder. Und wir machen jetzt weiter hier mit unseren ganzen Masala. Und das kommt, nachdem es abgekühlt wurde, in ein Küchengerät, damit wir das zu einer super leckeren Soße zerkleinern können. Wir nehmen uns jetzt wieder dieselbe Pfanne, geben etwas Olivenöl oder Pflanzenöl hinzu, so wie ihr mögt, und erhitzen das Ganze. Da kommt dann Kreuzkümmel rein. Ich habe hier ungefähr einen Teelöffel genommen und das rösten wir auf niedriger Stufe kurz an. Dann habe ich hier noch einen halben Teelöffel gemahlenen Kurkuma benutzt. Ich finde, wenn man das Ganze so ein bisschen anröstet, entfaltet sich das Aroma und natürlich auch die Farbe. Und ich habe hier auch getrocknete Boxhornkleeblätter benutzt, um, wie gesagt, hier das Aroma zu entfalten. Und dann könnt ihr die Paste, die wir gerade eben zerkleinert haben, hinzugeben und das Ganze miteinander vermischen. Jetzt kommen auch die anderen Gewürze hinzu, wie gemahlener Korianderpulver oder auch einen halben Teelöffel Garam Masala sowie Salz. Und da könnt ihr natürlich, wie gesagt, am Ende nochmal abschmecken, aber Tomaten brauchen häufiger mehr Salz und auch einfach nochmal, ne, durchzukochen. Das Ganze vermische ich jetzt und ihr seht ja, die Paste ist ziemlich dickflüssig, aber wir lassen das jetzt nochmal auf mittlere bis niedriger Stufe kurz mal ein bisschen kochen, damit einfach das Aroma sich entfaltet und die Paste nochmal mehr, ja, noch dicker wird, denn wir werden sie später nochmal verdünnen. Da gebe ich nämlich so ungefähr 100 ml noch hinzu und verdünne das Ganze, weil dadurch sieht man auch direkt die Konsistenz der Soße und das lassen wir jetzt, wie gesagt, auf mittlerer Stufe, gerne auch zugedeckt, einfach mal köcheln. Das Rezept nennt sich ja Malai Kofte. Die Kofte haben wir gemacht. Das, was wir jetzt gerade machen, ist die Malai. Und Malai heißt einfach cremig. Und wir versuchen, die Soße so cremig wie möglich zu machen. Und da kommt natürlich dann auch Schlagsahne hinzu. Ich habe hier 100 Gramm Schlagsahne benutzt. Und wir benutzen noch ein bisschen später mehr für die Deko etc. Aber ihr seht direkt, die Soße wird heller, cremiger. Und das lassen wir, wie gesagt, wieder schön köcheln. Tatsächlich ist das so der Part, der so am längsten dauert, weil da ist wirklich sehr viel Zeit und Liebe drin. Lasst es, wie gesagt, auf niedriger bis mittlerer Stufe einfach köcheln. Wenn ihr merkt, das wird dickflüssig, gebt nicht mehr Wasser hinzu, sondern einfach ein bisschen mehr Sahne oder auch Milch, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr beim Servieren direkt die Kofte reinmachen und vermischen, so wie ihr mögt. Aber wirklich erst beim Servieren die Kofte reinmachen, sonst gehen die, ja, kaputt und werden so weich. Und das Ganze könnt ihr natürlich mit Sahne dekorieren oder ein bisschen gehacktes Koriander. Und servieren könnt ihr es sehr gerne mit Naan. Da habe ich auch ein Rezept online. Oder einfach mit Roti oder Reis. Es ist mega. Benutzt auf jeden Fall den Hashtag Sunny's Kitchen, falls ihr irgendein Rezept nachkocht. Und dann verlinke ich euch meine Playlist und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Oh mein Gott, das war wirklich ein Hashtag.